Wir müssen zuerst oder möchten zuerst über ein Thema reden, das sicher die meisten von uns umtreibt in den verschiedensten Facetten. Es ist die Frage nach den Ereignissen in der Ukraine, nach dem Krieg gegen die Ukraine und vor allem die Frage, die uns alle beschäftigt, wie redet man als Eltern mit Kind über diese Thematik? Ja, es ist eine schwierige Situation. Man kann sich dem ja nicht entziehen. Es gibt einfach grundsätzlich zwei Sachen, wo man muss denken. Das eine ist die Angst und die Unsicherheit der Erwachsenen. Wir kommen aus Corona raus. Aus Corona, dort haben wir viel Ohnmacht gehabt. Man konnte es nicht kontrollieren, man hat nicht gewusst, was läuft, man hat nicht gewusst, wie. Wir haben gemeint, wir kommen raus. Und jetzt, was kommt? Jetzt kommt der ganze Krimkrieg, das ist also der ganze Krieg in der Ukraine, die Unberechenbarkeit von Putin. Und schon wieder haben wir Unberechenbarkeit, schon wieder ist es nicht klar, schon wieder ist eine Unsicherheit da. Und das macht für die Erwachsenen, vor allem für die Erwachsenen, eine sehr verunsichernde Situation. Krieg ist sowieso etwas sehr Schwieriges, weil es eben mit Tod zu tun hat. Und jetzt ist die Frage, oder dort muss man aufpassen, dass man dann nicht die eigene Unsicherheit, die eigene Befindlichkeit in die Kinder rein denkt. Dass man nicht denkt, oh ja, das muss ich den Kindern erklären, weil die haben sicher Angst. Dabei hat man selber Angst. Dort braucht es eine erste Überlegung, wie sieht das aus? Was erzählen Kinder? Reden sie darüber, wo stehen sie und wo stehe ich? Also es braucht eine erste Klärung mit sich selber. Der zweite Teil ist, es kommt ein bisschen aufs Alter drauf an von den Kindern. Oder, die kleinen Kinder sind sehr im Aktuellen verhaftet. Also was läuft für mich und in meiner Umgebung und mit meinen Kollegen. Und dann kommen die Kinder, die in die Schule gehen, die haben dann mehr Kontakt mit anderen Kindern, da gibt es schon mehr Informationsaustausch. Pubertierende, dann haben wir das Problem von den Medien. Und es gibt einen Grundsatz, eigentlich, die Eltern haben ein gutes Gefühl, was sie machen müssen. Und am besten ist, wenn man so wissen, dass man fragt, ob die Kinder etwas mitgekriegt haben und was sie mitgekriegt haben und was sie darüber denken. Es ist eigentlich, also wir sagen immer, warte doch bis fragend. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie fest sie den Medien ausgesetzt sind, wie fest sie eigentlich schon im ganzen Informationsstrudel ausgesetzt sind. Dann ist es wichtig, dass man sie auch anspricht. Aber das Wichtige ist, wo sind Kinder? Was beschäftigt Kinder? Was muss man klären? Wie darf ich denn dem Kind auch meine Sorgen und Ängste und Nöte selber kundtun oder offenlegen und sagen, ich weiß es, oder ich weiß selber eine Antwort nicht auf eine Frage? Also den zweiten Teil kannst du immer sagen, weißt? Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Ängste, Sorgen, Nöte, es kommt ein bisschen darauf an, wie es sagst. Wenn du sagst, ja, es ist unangenehm oder ja, es macht auch mir Sorgen. In dem Moment, wo es eine Information ist, wo das Kind kann teilhaben, dann geht es. Mhm. Aber dort, wo dem Kind nachher quasi wie etwas quasi in die Hände leisten, hockt es da mit deinen Sorgen und so ein kleines Kind mit deinen Sorgen. Also, da braucht eine gewisse Differenzierung, ja. Und mit Bildern, was würdest du dort empfehlen? Zum Beispiel ein 12-jähriges Kind. Ist das in der Lage schon mit einem Erwachsenen zusammen? Würdest du empfehlen, Nachrichten zu schauen, Bilder auch in der Tagesschau anzuschauen, gemeinsam? Ja, ich denke, das Gemeinsame ist etwas sehr Wichtiges. Und vor allem nachher können die Brücke machen, auf was bedeutet das eigentlich Krieg? Krieg bedeutet ja, dass ein Konflikt, also dass man aufgehört hat zu schwätzen und dass man anfängt zu hauen. Und eigentlich geht es darum, dass man das als Gelegenheit kann benutzen kann, über Konfliktlösungen zu reden. Über wie man das könnte machen. Sonst auch noch. Bilder schauen, ja. Fernsehen schauen, ja. Es ist dann vor allem bei den Pubertierenden, dort wo die Medien reinkommen, also die Social Media, dort muss man ein bisschen schauen, woher sie die Informationen haben. Ja. Und auch da ist die Möglichkeit, dass man hilft, eine Vielfalt herzustellen an Informationen. Woher hast du das? Wie sieht das aus? Hast du mal das überprüft? Also, dass man dort den Umgang, also ich sage, Medienkompetenz ist eine ideale, wenn man das so sagen darf, ideale Schulung in Medienkompetenz, die man jetzt kann unterstützen.
Wir haben das vorher kurz besprochen. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der ist 12, die Tochter ist 10. Und interessanter Sohn, der sehr von der technischen Seite her wissen, wie ist das mit diesen Panzern und diesen Flugzeugen. Und im Bunker ist man dann geschützt dort. Und die Tochter, die fragt tatsächlich, ob man nicht jetzt vielleicht müsste da auch eine Familie, ein Kind aufnehmen aus der Ukraine. Wir haben ja noch Platz in der Wohnung. Wie ist das zu erklären? Ist das einfach biologisch, genetisch oder hat das andere Gründe, warum das jetzt so... Du hast einfach geniale Kinder, das sind das ganze Spektrum abdenkt, oder? Ja. Das ist, oder, vom Schutz der Leute hin zum Schutz der Familie, von der eigenen Person. Mhm. Das ist so die Gender-Diskussion. Es ist häufig, jetzt gar nicht wirklich aufs Glattis. Ah, ich liebe Glattis. In Engadin gibt es das Schwarzeis, oder wenn die sehr gefroren sind, und dann kann man das knallt oder so. Dann ist es immer gefährlich, wenn man drauflässt. Es ist, Buben, Männer sind mehr im Handeln, Frauen sind mehr wirklich im sozialen Bereich. Und dort hast du einfach ein Abbild von der Sozialisation, die wir haben. Mhm. Und ich finde das jetzt nicht so schlecht. Das ist, ja, und da siehst du auch die Sorgen, die es hat und die Fragen, die sich stellen. Und genau da kann man antworten. Aber genau das ist der Ansatz, wo man Kinder abholen kann und wo es dann einen Dialog gibt. Und der Dialog ist wichtig. Die Kinder müssen lernen, dass, wenn sie Sorgen haben, können sie zu den Eltern kommen. Und das passiert nur, wenn man mit ihnen redet. Ja. Du bist Vater von zwei Söhnen, ich habe es gesagt, 30 und 26. Gibt es einen Fehler aus der Erziehung mit deinen Söhnen, den du gerne rückgängig machen würdest? Oder sagst du, das habe ich voll komplett verpeilt und ich würde es gerne rückgängig machen? Oh je. Ich habe mit dieser Frage immer die Schwierigkeit, dass meine Projektionen, meine Idee, was meine Söhne hätten sollen werden und können, einfach nicht wirklich der Weg ist, wo sie gehen. Und die sollen strenger sein, die sollen mehr schauen, dass die Aufgaben besser machen, dass mehr im Sport bleiben, dass Klavier mehr üben. Ich hätte noch ganz viele Sachen sollen machen, wo ich aus heutiger Sicht denke, mal, dort hätte ich ein bisschen strenger sein können. Aber wenn ich sehe, was sie machen, dann finde ich mich blöd. Weil die machen auch sehr viel. Entschuldigung, die machen sehr viel. Oder? Das ist, die haben in ihrer Welt voll Action und da engagiert und dort engagiert. Und, also sie werden sicher nicht Ziba-Manager. Das werden sie 100% nicht. Aber ich finde sie super. Und darum ist du hast mal die Frage beantwortet jetzt als Psychologe, was ist denn der grösste Erziehungsfehler, den Eltern machen? Und dort hast du sehr dezidiert gesagt, es ist, wenn die Eltern Bedürfnisse der Kind und Kind selber aus den Augen verlieren. Ja. Das ist für dich der grösste Fehler. Ja. Würdest du das heute noch so sagen? Ja, das ist klar, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Wenn ich meine Ideen, wenn ich das Kind nicht mehr sehe, sondern nur das Wesen oder der Organismus da als Erfüllung von meinem eigenen unfertige Ego anschauen, und das kann in ganz kleinen Portionen kann das immer wieder vorkommen. Das finde ich, das wird schwierig. Oder? Es gibt dann auch, auf Französisch heißt es, gibt dann auch eine Entwicklung, die dann hier, das heißt le faux self, also das falsche Selbst, wenn Kinder nur in der Idee von den Eltern groß werden oder lebend, dann wenn die Eltern nicht mehr da sind, dann haben sie keinen eigenen inneren Kern, und das wird schwierig. Das führt häufig dann zu Krankheiten. Das heisst ja, nicht nur die Eltern erziehen Kinder, sondern die Kinder erziehen auch die Eltern. Ja. Vielleicht hast du die Erfahrung ja auch gemacht bei deinen Kindern. Was glaubst du denn, was hast du gelernt von deinen Kindern? Wo haben sie dich erzogen? Was hast du mitgenommen? Was bis heute nachhält? Jetzt ein besser schauen. Aber wo stehen sie? Ich bin natürlich vom Beruf her und so, bin natürlich, oder, mit ganz vielen Ideen und all das. Sie haben mir, was meine Kinder mir erklärt haben, sind, hey, schau her, wer bin ich? Das ist eigentlich das, was, und das ist das Schwierigste für mich. Zum wirklich, natürlich, objektiv gesehen, und wenn ich jemandem das erzähle, dann sage ich, natürlich habe ich meine Kinder und Psychologen und so, und kommt raus, nein. Wirklich, gesehen, wer meine Kinder sind, das ist immer wieder gesehen, wo stehst du. Und das ist eins. Das Zweite ist, der Älteste, und man sollte ja eigentlich nicht nur einen Muttertag und einen Vatertag, sondern man sollte ja auch einen Tag für den Ältesten oder die Älteste einführen, weil die trainiert die Eltern.
Also vorne haben wir keine Ahnung, null, zero, oder? Und dann kommt das Kind und das sagt einem gerade, wenn wir was machen, so ist es falsch, oder? So sprüllig wie verrückt. Und so. Jetzt beschäftigst du dich seit 30 Jahren mit, der, mit Familie, mit Familienthemen, Erziehungsthemen. Was beschäftigen heute Leute, wenn du jetzt auf die 30 Jahre zurückguckst, was beschäftigen die Eltern mehr oder anders als früher? Was stellst du da fest? Es hat eine Entwicklung gegeben vom Korrektsein hin zum Richtigmachen. Mhm. Oder korrekt ist also gesellschaftlich korrekt funktionieren. Da hat man so gesellschaftliche Normen gehabt und dort musste man reinpassen. Oder? Mhm. Und jetzt ist es richtig, jetzt muss jede Familie, jeder Einzelne muss es richtig machen, weil sonst hat man die Kaiber Gofer traumatisiert. Ist ja gut für unseren Beruf, aber ich meine, es ist so die Last, die auf einem drauf, auf einem liegt, dass man das korrekt macht und genug fördert und genug Empathie hat und genug was auch immer, das finde ich, das hat sich sehr geändert. Und wie hat sich das Bindungsverhältnis zwischen den Eltern und Kind verändert jetzt in den letzten 20, 30 Jahren? Ja, das ist super, das hat sich sehr gut verändert. Also da ist, der Dialog ist besser, auch das Sehen, wer der andere ist, ist wirklich besser geworden. Das ist, also besser geworden, es ist anders geworden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man das sieht, wenn man sich nur nach Normen erzieht, gibt das dem Kind sehr viel Freiheiten, oder? Weil er kann sich den Normen anpassen oder nicht. Und so. Wenn man so im Kind drin ist und das Individuum, das Individuelle vom Kind will fördern, dann hat man die Eltern eigentlich am Hals und das gibt viel weniger Freiheit. Jetzt ist ja Erziehung ein weites Feld. Ich habe mir nachgeschaut, wenn man auf Amazon das Stichwort Erziehung eingibt, dann kommen, Achtung, 100'000 Buchtitelvorschläge, 100'000 zum Thema Erziehung. Und es ist wirklich wahr, ich habe ein Buch gefunden, das heisst Erziehung ohne Schimpfen und Meckern. Das zweite Buch heisst Erziehung ohne Schreien. Und das dritte heisst Erziehung ohne Schimpfen und Schreien. Welches würde dich jetzt am meisten interessieren von diesen drei? Keins. Was hältst du von so Erziehungsratgeber, von diesen Büchern, die ja eine eigene Industrie inzwischen? Ah ja, das ist klar. Und schreiben sie doch auch eins. Das ist so, da zeigt sich einfach die Not, wie man es richtig machen will, und all die Anleitungen, wie man es richtig machen will. Ich denke, ja, das geht in die Richtung. Und da hat man auch alle Zeitungsartikel, wo einem versuchen zu erklären, wie man es richtig machen will. Aber die Eltern machen es richtig, Kopfdeckel nochmal, die brauchen gar keine Bücher. Das ist Mut zum Fehlen, Mut zur Lücke, weil wenn man nicht einen Fehler 7, 8, 9, 10, 11 Mal hintereinander wiederholt, immer der gleiche oder noch mehr, dann überleben das Kinder gut, oder? Es gibt ja den wunderbaren Satz von Philipp Ramming, der muss man auf der Zunge zergehen lassen. Erziehung ist Scheitern in Raten, aber scheitern sie mit Würde, Kompetenz und Eleganz. Und einem Glas Wein. Wie macht man denn das? Ja, wie scheitert man denn? Also du sagst, man kann eigentlich nur scheitern im Erziehen. Aber wie nimmt man das, also wie nimmt man das an? Das ist ja eigentlich eine nicht sehr tröstliche Erkenntnis, wenn man weiß, man hat zum Vornherein eigentlich ist man auf dem verlorenen Posten. Wir haben uns ja schon mal, also das Thema ist, dass man nicht traurig ist, wenn die Kinder nicht so werden, wie man hätte wollen, oder? Das heißt, das Scheitern in Raten ist, man unterstützt Kinder, dass sie auf einen eigenen Weg gehen. Und dann, das ist aber nicht der Weg, wo die Eltern denken, also meistens. Und dort können Abschied nicht eine gewisse, so ein Wahnsinnswort, das jetzt kommt, Trauerarbeit können leisten. Oder sagen, dass sie gehen ihren eigenen Weg. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, Vertrauen haben, dass man es richtig gemacht hat, dass man es gut gemacht hat, dass man eine Beziehung hat zu den Kindern. Weil die Beziehung und das Dasein und welches Beste machen, das ist das, was Kinder unterstützt. Und alle Kinder erzählen von dem. Und da braucht es einfach, man gibt sich Mühe und dann hofft man, dass es gut kommt. Und doch ist doch irgendwie paradox. Also ich behaupte jetzt mal, die meisten Eltern wissen eigentlich, wie sie es möchten gerne machen. Wie sie mit den Kindern am liebsten würden umgehen. Sie weniger schreien, weniger drohen, liebevoller sein, immer Zeit haben. Und doch klingt es nicht immer. Und das gibt dann die Frustration oder die Selbstzweifel. Ja.
Und du sagst, nein, nein, Eltern machen es in der Regel. Es ist nicht so einfach auf der Welt. Das ist, Leiden entsteht aus dem Anspruch und der Realität. Dann hast du den Anspruch, oder, genug Liebe zu geben und irgendwo die Realität, wo du dann das Gefühl hast, ja, nein, so viel genug Liebe habe ich nicht gegeben. Oder, mhm. oder du siehst sie nicht. Und dort hast du den Anspruch, das ist der Anspruch und die Realität. Und wenn du den Anspruch etwas anders setzt, ist nicht genug Liebe, oder? Genug würdig und genug. Und dann bist du, das schaffst du nie genug. Mhm. Oder? Sondern einfach, das ist das, was du machst. Und ob es genug ist oder nicht genug ist, an einem Tag ist genüger und am anderen Tag ist weniger. Dann bist du genervt und dann oder, bist du unfair und was auch immer. Mhm. Solange du es vis-à-vis bist, solange du es vis-à-vis bist und das Kind siehst und kannst korrigieren, was du machst, das ist das Wichtigste in der ganzen Erziehungszeit. Du bist ja ein grosser Freund und Verfechter von einer sehr konsequenten Haltung gegenüber Kind in der Erziehung. Was ist das? Was ist für dich eine konsequente Haltung? Kannst du mal ein Beispiel oder zwei nennen? Wen sind Eltern konsequent in der Haltung gegenüber ihren Kindern? Weil es bedeutet ja meistens Frust und Enttäuschung, weil das Kind ja dann gegenhebt und man als Eltern das Gefühl hat, jetzt hat man aber das Kind gegen sich und die Liebe geht einem verlustig. Konsequent, so in der Abstraktion ist es eigentlich eine nachvollziehbare Haltung. Oder? Das Kind weiß genau, das liegt drin, das liegt nicht drin. Und das sind dann immer Familienmaßstäbe oder die Maßstäbe, die man auch im Quartier hat. Oder? Zum Beispiel, wenn kommt man heim, wenn kommt man heim, wie viel Sackgeld gibt es, das sind dann die Sachen, wo... Und dort müssen die Kinder können die Erwachsenen lesen und immer gleich. Und Konsequenz ist, dass mit Konsequenz ist gemeint, immer gleich. Mhm. Oder? Sie müssen dich spüren, sie müssen wissen, mein Alter, wenn ich das mache, flippt mein Alter, oder? Was macht deine Mutter, wenn du das machst? Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Dann ist schon kaputt, oder? Also das eher erhaltig als keine Haltung. Viel, ja. Also, und dann kannst du immer noch anpassen, wenn du irgendwann merkst, oh, jetzt töne ich wie meine Eltern und das will ich jetzt nicht unbedingt. Dann ein bisschen Korrektur machen und so. Wobei man wird wie seine Eltern, also das ist... Jetzt heisst ja, Kinder, die sehnen sich eigentlich nach Regeln und nach festen Abmachungen. Ist das wirklich so oder bildet sich das einfach die Eltern ein, weil sie das Gefühl haben, es ist ein bisschen einfacher zum Beimerziehen, weil sie ja also die Kinder lieber so haben? Es ist nicht immer einfacher, weil es gibt dann so die Reibungsflächen. Regeln bedeutet, dass eigentlich eine Bandbreite vorgegeben ist. Und das entlastet die Kinder, weil sie dann in dieser Bandbreite hin und her fräsen können oder können ausprobieren und dann ein bisschen an den Grenzen ein bisschen schauen können. Kann man die stretchen, kann man die nicht stretchen. Aber wenn die orientierungslos sind, wenn die nicht wissen, das wissen wir aus Familien, wo psychisch kranke Personen haben oder wo beide Eltern große Schwierigkeiten mit sich selber haben. Das Schwierigste ist, dass die Kinder nicht spüren, oder wo sind meine Eltern, was bedeutet das? Ist alles zufällig, es ist nicht nachvollziehbar. Und das Wichtige ist, es muss nicht zufällig sein, wenn du ein Zeichen machst, gibt es eine Strafe, oder? Du weißt genau was. Man kann dann immer noch verhandeln, aber das ist grundsätzlich. Oder? Und die wissen einfach, dass meine Eltern haben die und die Haltung. Mhm. Und den muss man aber aushalten, wenn man das einfordert. Also die muss man die Reaktion vom Kind eben aushalten. Das ist dann die Zeit, wo man nicht geliebt wird. Mhm. Und das ist auch eine von den Schwierigkeiten, die wir heutzutage haben. Viele Eltern haben das Gefühl, sie machen es richtig, wenn sie geliebt werden von den Kindern. Vergiss es. Also das Kumpelhafte, oder? Wo man ja als Eltern durchaus nett findet. Ja, die Kinder sagen, du bist quasi mein Bester, der Papa ist mein bester Freund, oder? Das zieht sich ja gerade Ding zusammen, ja. In gewissen Momenten kann man es ja mal nehmen und das tut einem gut, aber grundsätzlich nein. Es ist, man braucht das vis-à-vis. Man ist einfach nicht mehr 5, man ist nicht mehr 10, man ist auch in der Pubertät. Da sieht man die Väter, die genau gleich angelegt sind wie ihre Söhne auf dem Fußball. Oder ihre Mütter schwierig, wenn sie dann plötzlich ihre also zweite Jugend haben mit ihren Töchtern, gehen zusammen einkaufen. Was macht das denn mit dem Kind? Also welche negativen Folgen hat das, das Partnerschaftliche, das Symbiotische, wo man oft ja feststellt in Beziehungen zwischen Eltern und Kind? Was macht das mit dem Kind? Welche negativen Auswirkungen hast du? Die können sich nicht entwickeln. Weißt? Du musst zum Entwickeln hast Reibungsflächen haben. Oder? Du musst, oder? Entwicklung entsteht nur durch Reibung, oder? Auseinandersetzung, etwas ausprobieren. Und wenn die Eltern sind wie du, dann hast du kein Vis-à-vis.
Und die Kinder sagen immer Eltern. Das ist auch, wenn man den Vornamen sagt. Oder? Das ist so, dass wir lange Diskussionen hatten. Mutter und Vater sind Jobbeschreibungen. Oder? Und du bist dort, du hast einen Job, du bist nicht ein Kollege. Oder? Mhm. Und wenn sie dann sagen, Annemarie, du fragst, wer ist das? Das ist meine Mutter. Aha, okay. Also deine Mutter, ja, Annemarie. Und dann wird es wahnsinnig schwierig. Oder? Das war so ein Trend gewesen. Vielleicht machen sie das auch noch. Machen sie es trotzdem, auch wenn sie etwas anderes sagen. Spielt keine Rolle. Das ist so. Aber weil dann wird Annemarie plötzlich zu einer Funktion. Oder? Mhm. Das überschneidet sich mit Mutter, oder? Mhm. Und darum ist es viel mehr Freiheit, Mutter oder Vater, weil das sind, oder? Ja. Das ist meine Alte, das sind so die, oder? Das sind Einheiten, das ist der Chef und Chefin und was auch immer, oder? Kann man verrückt sein oder auch nicht, kann man sich abgrenzen oder auch nicht. In der letzten ist der Begriff von der Tyrannenkind immer stärker aufgekommen, es gibt ja auch viele Bücher zu dem Thema. Ist denn das die Folge von der zu viel Harmonie in einer Familie, ist die Schlussfolge, dass ein Kind zum Tyrann wird und am Schluss sagt, wo es durchgeht und die Eltern gefälligst die Spuren? Oder ist das ein bisschen verkürzt jetzt von mir? Ja, nein, es ist ein interessantes und spannendes Thema, weil es trifft einen ganz wesentlichen Teil von der Erziehung. In der Erziehung geht es eigentlich nur um Emotionen, um Trieb oder Triebkontrolle, sich können einordnen, sich können mit sich selber können fertig werden. Ja. Und Tyrannenkinder sind eigentlich Kinder, die darum schreien, dass die Erwachsenen herstehen und sagen, wie sie mit ihrem Trieb sollen umgehen. Ja. Und das merkst du auch, wenn sie Pavo Nocturnos haben, wenn sie irgendwelche Ängste haben, wenn sie Schwierigkeiten haben. Auch wenn es kleine Babys sind, die schreien, das Wichtige ist, dass die Eltern da sind und trösten und sagen, mal, es ist gut, es kommt schon gut. Und das Trösten, der Referenzpunkt da sein. Und wenn man vermeidet, die Emotionen, wenn man vermeidet, nicht geliebt zu werden, wenn man Aggression nicht kann aushalten und das immer vermeidet, dann haben die Kinder kein Training, oder? Dann lassen sie einfach ohne Übung und ohne Erfahrung in die Welt raus. Ich habe eine interessante Studie gefunden und da ist nämlich gefragt worden, welche Werte Eltern ihren Kind oder wünschen sich ihren Kind können zu vermitteln. Und 90% von den über 3000 Eltern, die befragt wurden, haben gesagt, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind die beiden wichtigsten Werte, die sie gerne ihren Kind vermitteln. 70% haben gesagt, sie wollen ihren Kind vor allem lernen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Sind das Werte, wenn du das so hörst, wo du würdest auch unterstützen sagen? Ja, ja. Aber es ist schwierig zu erreichen. Das bedeutet Erziehungsarbeit. Ja. Weil schon sich nicht unterkriegen lassen, bedeutet das Trainieren zu Hause. Da kannst du nicht zu Hause oder Weichspüler haben und dann denken, draußen wehren die sich. Die Weichspüler draußen genau gleich. Nein, ja. Das ist, oder? Nein, das ist das Training, und das ist noch etwas Spannendes. Zu Hause wird trainiert. Und dann draussen wird brilliert. Und dann kommen da alle Verwandten und Bekannten sagen, die sind so schöne Kinder und so nette Kinder und cool von abwäschen. Was cool von abwäschen? Oder so, und Schuhe abgezogen und all diese Sachen. Daheim machen sie das nicht. Yeah. Daheim ist der Trainingsplatz. Oder? Das ist, und eigentlich, der Erfolg ist nicht, dass sie es daheim können. Der Erfolg ist, dass von draussen dann die Information kommt. Mal, wenn sie dann draussen sind, dann können sie es umsetzen. Eben Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, also einen stabilen Selbstwert können entwickeln. Wie machen das Eltern? Gibt es da einen Trick, einen Kniff, den du uns gerade könntest verraten? Wie schaffen das Eltern, dass das Kind einen stabilen Selbstwert entwickelt? Oh, jetzt. Indem sie es erziehen. Indem sie es vis-à-vis sind, indem sie sehen, wer es ist, indem sie anleiten, indem sie Grenzen gehen, indem sie dem Kind das Gefühl geben oder die Erfahrung, die emotionale Erfahrung geben, das ist okay, wie du bist. Nicht, was du machst, weil wenn du irgendwie das Zeug runterfällst, die Tat ist nicht akzeptabel. Aber das Wesen ist geliebt. Und dann also so, zum Beispiel so sagen. Und das ist grundsätzlich, das ist so ein bisschen, oder? Du bist nicht und du bleibst nicht. Das hat mir übrigens ein Lehrer gesagt. Ja, ja, und dann hoffe ich gar nicht den anderen kriegt. Nein, no. Wenn man mit Eltern redet, dann hört man ganz oft, dass Eltern sagen, sie haben Mühe, Balance zu finden zwischen Fördern und Überfordern, zwischen Betreuen und Überbehüten. Also, das ist so ein Thema, das, glaube ich, viele Eltern umtreibt. Was ist die richtige Balance zwischen Fürsorge
und streng. Und gibt es da aus deiner Sicht etwas, wo sich Eltern so ein bisschen daran festheben können, dass sie das immer wieder vor Augen führen? Was ist dort die richtige Balance? Das erste Kind, oder? Der hat dann schwieriger als das zweite oder das dritte Kind. Es gibt immer das Beispiel, wenn man sieht, das Kind rennen, vor allem ein kleines Kind, und dann sieht, dass es anfängt zu stolpern. Dann tut einem Knie schon weh, bevor es umkehrt. Oder? Kennen Sie das? Und dann auch gehen und das Kind nicht rennen lassen, ist falsch. Ja. Aber dann gehen und sagen, mal, es tut weh und kommen flickend oder man Pflaster so. Das ist richtig. Das heisst, unterstützen, begleiten und auffangen, wenn es nötig ist. Ich denke, das ist. Ja, es gibt dann auch das Ganze vom, oder? Selbstwirksamkeit, das sind dann alles so Konzepte. Aber das wird dann theoretisch. Also Selbstwirksamkeit, ich muss das so sagen. Selbstwirksamkeit ist, wenn ein Kind, es ist ganz einfach, ich weiß, wie ich es machen soll, ich traue mir es zu, ich werde begleitet und wenn es erfolgreich ist, ist es meins. Wenn es nicht erfolgreich ist, ist es, weil es anders schwierig war. Also das heisst, die Attribution, oder, ist so. Also wirklich, das sind die Sachen, sind so ein bisschen die Schritte, wo den Kindern helfend zu spüren, wo sie sind und was sie können. Eine Frage, die auch bei Fritz und Frenz immer wieder aufgebracht wird, ist die unterschiedliche Erziehungsstile, die es gibt. Und die Frage, was ist jetzt, wenn der Vater eher so erzieht und die Mutter eher so, wenn also unterschiedliche Erziehungsstile in der Elternschaft sind, ist das eigentlich etwas, was man sollte vermeiden oder ist das gar nicht so dramatisch, wie sich von außen aussieht? Weil die Kinder wollen eben die Verlässlichkeit und die Orientierung und wenn der Vater eher eine gewisse Strenge hat und die Mutter findet, nein, Verbot bringen gar nichts, dann kann das ein Problem sein für das Kind. Es ist interessant, es ist auch ein klassisches Thema in der Erziehung. Es ist interessant, dass die Frage kommt immer dann, wenn die Eltern streiten. Wenn die Eltern einen Paarkonflikt haben, wenn die Eltern sich in etwas auf der Erwachsenenebene nicht geklärt haben. Weil die Vielfalt in der Erziehung ist okay. Und wenn man sagt, der Vater ist ja so, oder? Klar, wenn du das mit dem Vater zu tun hast, dann hast du Pech gehabt, du weißt es ja. Und der Vater sagt, bei der Mutter ist es so. Und dann gibt es ein gewisses Set von Sachen, wo beide gemeinsam die gleiche Haltung haben. Das soll es gehen. Aber die Unterschiedlichkeit ist nicht das Problem. Ich kann mich erinnern an das Gespräch mit dem Jesper Juhl, der leider nicht mehr unter uns ist. Und er hat mir, das ist ein Satz, den ich nie mehr vergessen habe, gesagt, es wäre für ihn eine schreckliche Vorstellung, wenn jetzt die Leute wieder herkommen und sagen, ich erziehe nur noch nach der Methode Juhl. Das würde er gar nicht wählen. Das wäre für ihn eine Vorstellung, die ihm eher noch Angst machen und ihn beklemmen würde. Also das unterstreicht das, was du sagst. Ja, es ist, weil man ist am stärksten dort, wo man selber ist. Ja, oder? Ja. Und Erziehen ist halt eigentlich eine Koordinationsfrage zwischen den Erwachsenen. Eigentlich ist es eine Betriebsführung. Mhm. Eine Familie ist ein Betrieb. Ja, sicher, der heiraten aus Liebe, die kann man nur. Das wird dann sehr schwierig, weil eine Familie ist ein Betrieb mit viel organisatorischer Teil. Da muss man das ein bisschen so. Dann gib es doch, Philipp, zum Abschluss jetzt vom ersten Themenblock noch die drei oder zwei ultimative Erziehungstipps. Was kann man den Eltern raten, wenn sie das befolgen, dann machen sie ziemlich vieles richtig. Aber wenn ich vorher schon gehört, Eltern machen eigentlich das meiste richtig. Die Jesper Juli hat gesagt, auch gute Eltern machen 20 Fehler am Tag. Also der Satz, der hilft auch manchmal, oder? Wenn man wieder mal nicht mehr weiss, was oben und unten ist, erinnert man sich an Jesper Juli, jede Vater, jede Mutter macht 20 Fehler am Tag. Auch gute, die sich mühe geben. Also was sind denn so die zwei, gibt es so zwei, drei, so, weißt du, so wo man könnte an den Kühlschrank pinnen und immer wieder drauf schauen. Es gibt generelle und das ist ganz einfach. Der erste und der wichtigste Teil ist, dass man sich unter den Erwachsenen mag und einigermaßen eine gemeinsame Erziehung machen. Das ist das Wichtigste für Kinder. Weil das Zweite und das Wichtigste ist, dass Kinder die Erwachsenen lesen können. Die müssen da sein, die müssen nachvollziehbar sein. Die Erwachsenen natürlich ein bisschen sich öppe die korrigieren, wenn sie merken, das ist jetzt zu viel gewesen oder das ist zu wenig gewesen.
Ich glaube, wenn man es generell macht, ist es, sind es die zwei wirklich, es ist okay. das Team von den Eltern und dass Kinder wissen, wer vor ihnen steht, das ist das Wichtigste. Da kommen wir jetzt nahtlos zum Thema Pubertät. Da hoffen wir dann auf ein paar Tipps von dir. Du bist ja auch dort Experte, weil du hast zwei Söhne, die ja schon aus dem längst draussen sind. Aber magst du dich so erinnern an diese Zeit? Ist das wie hast du die Zeit in Erinnerung, wo deine beiden pubertiert waren? Ja, magst du ihnen ein Müsterli erzählen, so eins? Ja. Es ist schwierig, weil das, was mir passiert ist, ist, es hat mich in meine Pubertät zurückgeworfen. Oder? Mhm. So ein bisschen. Man schwingt ja immer, auf einer Ebene schwingt man ja immer mit den Kindern ein bisschen mit. Dass man sich dann abhebt und denkt, nein, ich bin jetzt nicht mehr 12, 13, sondern jetzt bin ich 40. Ja, weißt du. Und das ist schon, und dort die ganze. Ich hätte wollen, dass wir aktiv sind. Wobei, das hat mich dann auch beschissen. Ich kann ein Beispiel bringen. Der eine Sohn, der, ich habe das Gefühl gehabt, der liegt ständig auf dem Sofa und der macht Gott Deckel nicht. Und da, oder? Der komme ich mal heim, der liegt auf dem Sofa, das Fernseher an, der Laptop, oder? Auf dem Schoß. Mhm. Und ich natürlich voll durch die Decke. Ich sage, oder ob es ihm ging und so. Der ist dann sowas von verrückt worden, weil er gesagt hat, jetzt war er am Morgen in der Schule gewesen. Oder nein, er war im Klavierspieler gewesen. Jetzt mache ich eine Pause und am Abend ging ich ins Fußballtraining, was ich jetzt noch und du hast nur gerade den Moment gesehen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass die Pubertät ist lang andauernd und man hat ganz viele so einzelne Momente, man hat die ganze Verzweiflung. Aber die Kinder, die waren das in Wellenbewegungen. Die Recule pour mieux sauter, die gehen ein bisschen zurück, dann probieren sie wieder etwas aus, dann kommt wieder etwas Neues, dann probieren sie wieder etwas aus. Die Wellenbewegung aushalten, das ist... Wer tut sich eigentlich schwerer, die Jugendlichen oder die Erwachsenen während der Pubertät? Unterschiedlich. Die Verantwortung, für dass es gut kommt, beruflich im Leben, das ist halt schon bei den Erwachsenen. Mhm. Und die Kinder tun sich enorm schwer mit, wer bin ich? Oder? Wer bin ich, was mache ich da? Auch in der ganzen Peer-Vergleich, wo stehe ich, wie sehe ich aus, all die Sachen. Mhm. Also die haben es echt nicht einfach mit sich selber. Also man hat das auch nicht einfach gemacht. Es ist eine Art Kontrollverlust, wo Jugendliche erleiden in dieser Phase, weil sie plötzlich sich irgendwo nicht mehr ja, wo sich neu orientieren, wo sie eigentlich stehen, auch in der Abgrenzung zu den Eltern. Also ich, wie gesagt, ich habe zwei Kinder, 10 und 12, die sind also vor allem der Bub, der schon früh pubertierend ist, und zwar nicht so knapp, also der fordert uns schon sehr, und so mit der Sprache, mit dem ganzen Gehabe, und dann wird einmal eine Tür geknallt, und so das Übliche, also noch im Rahmen, aber es ist anstrengend. Ja. Und was macht man da? Aushalten. Und eine gute Flasche Wein kaufen und... Oder feinen Tee. Man muss doch das einfach durch, weil es schuld einem ja auch selber. Es ist das Modell, das mir am besten passt, ist, dass in der Pubertät verlieren die Kinder, die Jugendlichen eigentlich alles, was sie aufgebaut haben, an Strukturen, an Wissen, an sozialer Orientierung und so. Man hat noch gar nichts, wie das neu aussehen soll. Also die sind so in einer Zwischenphase, die schwimmen im Nebel Auto fahren. Oder keine Ahnung. Und dann, was dann passiert ist dass in dem Umschwadern die Eltern sagen, mach doch das, und warum machst du das so? Und dann blockieren die, weil die haben keine Kompetenz genau, um das wirklich umzusetzen, weil sie erst am Finden von diesen neuen Werkzeugen sind. Mhm. Und das ist so ein Training, das ist wie wenn man eine neue Sprache hat, das ist wie wenn man in einem anderen Land ist und etwas Neues muss lernen, wo man noch nicht leistungsfähig ist, sondern wo man wirklich erst am Ausprobieren ist, am Erfahrungen sammeln. Und dann kommen die Eltern und haben Ansprüche. Ja. Was willst du machen? Ja. Später, musst du einen Beruf haben. Ja. Aber du hast auch im Interview eigentlich gesagt, also eine rote Linie muss dir schon her. Es ist wichtig, dass Eltern sagen, bis dorthin und nicht weiter, auch in der Pubertät. Und wenn es auch anstrengend ist und wenn es auch noch mehr Konflikte gibt, aber die rote Linie muss klar sein. Wo ist denn bei dir eine rote Linie zum Beispiel, wenn es jetzt um Ausfälligkeiten geht,
Ja, die wüste Beschimpfungen. Ja, dort, wo man verletzt wird. Also es gibt das, was sozial, das, was, also die Frage ist, in dem Moment, wo man einen Konflikt hat, wo es aus dem Ruder läuft, oder? Dann läuft es aus dem Ruder. Und dann ist der Maßstab, wo man verletzt wird und wo man den anderen verletzt. Oder? Und auf das muss man dann später zurückkommen. Das ist ja, oder? Das ist, wo man respektlos wird. Das kann passieren, oder? Aber man kann sagen, hey, los, mein Geschritte, aber das geht für mich nicht. Ja. Weil dann spüren einem Kinder wieder, dann haben sie wieder einen Maßstab, dann haben sie wieder ein Vis-à-vis. Du hast das wunderbare Bild gebraucht vom Umgang mit Pubertieren, das ist wie das Segeln in der stürmischen See. Also sich querstellen bringt das Boot zum Kentern in der Regel, aber hart am Wind und im Zickzack aufkreuzen, das dauert dann länger. Aber es führt dann doch allgemein in die richtige Richtung. Ja, dranbleiben. Oder? Das ist ja dranbleiben. Und wenn es schwierig wird, ja, dann ist es schwierig. Und wenn man verzweifelt, dann verzweifelt man. Vielleicht einfach nicht zu lang. Und dann versucht man wieder neu. Ich denke, das ist das Wesentliche in der Pubertät, ist, dass man nicht aufgibt. Und dass sie viel Aufmerksamkeit brauchen, pubertieren. Ah, die holen sie sich, ja. Ja. Das ist. Du hast mal gesagt, dass in der Pubertät es wichtig ist, eben Leitplanken zu setzen. Genau, über das haben wir schon geredet. Der wunderbare Satz, das ist auch von dir, Kinder zieht man, damit sie weggehen. Man arbeitet sozusagen all die Jahre auf diesen Verlust hin. Ja. Das muss man sich überlegen. Also nochmal, Kinder zieht man, damit sie weggehen. Man arbeitet sozusagen all die Jahre auf diesen Verlust hin. Das ist eigentlich ein tiefer Schmerz, wo man sich hineinspürt, wenn einem das bewusst wird. Und einem auch mit einer grossen natürlich auch Verantwortung irgendwie beauftragt. Aber es ist, ich finde, das hat mir sehr geholfen, als ich den Satz das erste Mal gelesen habe. Ja, es hat die Vergänglichkeit drin. Ja. Du kommst, du bist, du gehst und Kinder kommen. Und, oder? Es ist, es ist wirklich... ja, die sollen in die Welt raus und da glücklich und erfolgreich sein. Auch als letzter Punkt zu dem Themenkomplex, gibt es einen Tipp? Wir haben jetzt schon viel über die Sachen geredet, die du empfiehlst, aber gibt es noch so einen Tipp, wo du könntest sagen, Eltern, wo pubertierende Kinder haben, tun am besten dran, wenn sie was machen? Ich glaube, wenn sie klar sind, auch wenn Grenzen klar sind, wenn du daheim kommst, was geht, auch was mit den sozialen Medien läuft, all das. Es müssen einfach klar sein. Ein bisschen Flexibilität braucht es nachher. Und häufig macht man etwas ab und dann wird das nicht eingehalten. Und jetzt ist, entweder man denkt, man scheitert, jetzt bin ich gescheitert, oder das, was viel praktischer ist, wenn man sagt, okay, dann machen wir neue Verhandlungen. Ja. Wichtig ist, dass man am Thema dranbleibt, dass man vom anderen einen Vorschlag will, dass man schaut, ob man einhalten kann, ob man selber einhalten kann. Nein, klappt nicht. Ja, was brauchst du denn? Also die Verhandlungen über die Grenzen, das ist so, die Verhandlungen über Grenzen, wo man will haben. Das ist das Zentrale. Und das ist auch das mit dem Segler gemeint, oder? Ja. Das ist, und ich glaube einfach, dass man es aushalten, wenn das Kind heimkommt und ins Zimmer geht und die Türen knallt, dass man nicht das nicht persönlich nimmt, das wäre noch von Vorteil. Dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt als Erziehende gescheitert und man hat alles falsch gemacht, dass man auch zurückschaut auf die vielen Jahre, die schon ganz ordentlich gut gelaufen sind. Und nicht im Moment nicht zu dramatisieren. Das ist neben Hallo Einsamkeit vom Erwachsenen. Ja. Eine Pubertät anschliessend, das Thema Schule, das möchte ich ein bisschen kürzer handhaben, aber ich habe noch dort zwei, drei Fragen, die mich einfach interessieren. Du hast auch einmal im Interview gesagt, dass die Schule in deiner ganzen Beratung, hast du das festgestellt, zu den häufigsten Konfliktursachen gehört, zwischen den Eltern und Kind. Kannst du sagen, warum das so ist? Warum gerade ausgerechnet die Schule am häufigsten oder fast am häufigsten zu Konflikt führt zwischen den Eltern und Jugendlichen? Also, ja, die Schule ist die Sozialisierungseinheit, Institution, die wir haben. In der Schweiz, also auf der Welt, in der Schweiz. Oder? Dort werden es gesellschaftstauglich, demokratietauglich, sozialtauglich gemacht. Und dann sind die Kinder Individuen und probieren sich da irgendwie dem System zu finden. Und die Eltern wollen natürlich, dass sie in dem System gut performen, also gute Leistungen erbringen.
und immer gute Leistungen erbringen. Weil, und das ist eben noch so ein tricky, gute Noten versichert die Eltern an. Das ist alles gut. Mhm. Oder? Schlechte Noten, totale Verunsicherung, was sie, oder? Mhm. Es ist so, dass es einfach, da fangen wir auch schlechte Lehren, sage ich. Und das sind Lehren, die nicht zu allen Kindern passen, was schwierig ist. Auch ziemlich spezielle Charaktere, die dann die einzelnen Kinder auch gar nicht mögen. Das sind einfach Sachen, wo wichtig sind. Die Eltern haben einfach Sorge und sie wetten, dass die Kinder in dem System gut funktionieren. Mhm. Wir reden jetzt nicht von Ehrgeiz, das kommt dann noch dazu. Mhm. Aber man fühlt sich völlig vergoldet, wenn Kinder heimkommen, wie man ein Sechserzeugnis. Oder? Mhm. Das ist. Aber könnte es sein, dass Eltern auch ein bisschen überfordert sind mit der ganzen Veränderung, die es im Schulsystem, Bildungssystem geht in den letzten Jahren? Also wenn man so an die eigene Schulzeit zurückdenkt, ist es so gar nicht mehr so, wie man es selber erlebt hat. Das ist noch, finde ich, noch herausfordernd, die Veränderungen mitzugehen und mitzutragen. Ja, und das ist eines der grossen Schwierigkeiten mit den Änderungen des pädagogischen Systems, oder? Du bist immer hinten drin. Deine Erfahrung ist nicht das, was sie in der Schule gemacht hat. Jetzt macht es keine Aufgaben mehr daheim. Jene Verzweiflung von all den Leuten, die eigentlich anhand von der Art, wie Kinder die Aufgaben gemacht haben, ein bisschen gesehen haben, wie es läuft in der Schule. Jetzt, sind's einfach, oder? Jetzt ist das eine Blackbox, oder? Keine Ahnung, außer die Lehrerleute da. Und es ist irgendwie ein Feuer im Dach. Und das sind wir sehr nicht gewohnt. Das ist auch Mathematikunterricht. Die sagen sofort, nein, so machen wir es nicht, oder? Die Schule ist auch für die Eltern eine Challenge. Du hast vor zwei Wochen in der Sonntagszeit im Interview hast du den Satz gesagt, Kinder lernen nicht fürs Leben, sondern weil sie die Lehrerin gut finden. Da bin ich im Moment ein bisschen zusammengezogen. Ich denke, ist das jetzt, was heisst das jetzt? Also, das ist eine unglaubliche Verantwortung für die Lehrpersonen. Wenn es einfach eine schlechte Lehrerin und eine schlechte Lehrerin vorne steht, dann ist es aber ganz schlecht. Ja, das ist, wenn der Bäcker mies ist, dann gehst du nur einmal Brot kaufen dort. Oder? Das ist... Nein, es ist wirklich so, Kinder lernen in der Beziehung, im Klassengroove, wie es in der Schule ist. Oder? Da sieht man gute Schulhäuser mit einer guten Stimmung, gute Lehrkräfte. Und nicht alle Lehrkräfte sind immer gleich gut, oder? Das ist auch eine lebensbiografische Sache. Aber Kinder lernen, weil die Lehrer begeistert sind von ihrem Stoff und Begeisterung können weitergehen, weil sie Beziehung haben zu dem Mensch und über den Mensch zum Stoff. Also wäre eine goldige Regel, dass die Eltern nie daheim Küchentisch schlecht über den Lehrer oder die Lehrerin redet, weil das ja dann die Beziehung vom Kind zu der Lehrperson beeinflusst. Ja, das wird schwierig, das gibt Loyalitätsprobleme sofort, immer. Oder? Das heißt direkt mit dem Lehrer reden. Ja. Und vielleicht noch eine Frage zu der Schulleitung. Wie können Schulleitungen Eltern abholen, also dass sie die Kinder abholen müssen, um einen guten Unterricht zu gestalten? Das ist eigentlich liegt auf der Hand, aber wie kann man denn die Eltern mit ins Boot holen? Oder ist das überhaupt wichtig, dass Eltern im Boot sind, wenn es um Schulfragen geht? Ja, sicher. Und da kommst du vor, das ist Schulhauskultur. Das ist so ein Trendwort. Aber die Schulhauskultur ist ganz wichtig. Und die Lehrer, wichtig, die Schulleitung muss zu ihren Lehrerinnen und Lehrern schauen. Wenn dort ein gutes Klima ist, dann hat man die Eltern schnell im Boot. Mhm. Oder? Weil es geht wirklich um das Klima. Wenn das einfach ein Wissensvermittlungsanstalt ist, so quasi wie ein Parkour, schmeißt du 50er rein, dann tack und den anderen wieder ab. Vergiss es. Mhm. Oder? Also, die überleben die Kinder schon. Aber wirklich lernen, und das ist das Wichtigste heutzutage vor allem, du kannst auf Google kriegst alle Informationen. Du musst lernen, du musst lernen, neugierig sein. Du musst lernen können, die Sachen angehen und probieren. Du musst können scheitern, du musst können wieder aufstehen. Das sind die Sachen, die wichtig sind. Vielleicht am Ende von dem Themenblock ein goldiger Tipp, dass man von mir kommt. Ich habe das einmal in einem Editorial geschrieben bei Fritz und Franz, ich habe sehr viele Reaktionen darauf bekommen. Ich habe nämlich geschrieben, tun Sie doch mal Ihrer Lehrperson, Ihrem Lehrer, Ihrer Lehrerin von Ihrem Kind, schreiben, wenn etwas gut ist. Mhm. Nicht nur schreiben, wenn es ein Problem gibt oder sie brauchen Gesprächsbedarf oder sie wollen das geklärt haben oder das Kind ist heimgekommen und es ist eine grosse Aufregung. Schreiben Sie einmal der Lehrperson,
Sie haben die positive Rückmeldung bekommen, sie möchten dafür mal Danke sagen oder sie möchten mal zurückmelden, dass das Kind sehr beschwingt heimgekommen ist, weil der Unterricht gut war oder weil es spannend war, was sie gerade wieder in der Natur oder im Ding erlebt haben. Und es ist unglaublich, was es für einen Effekt hat. Also ich mache das ab und zu, weil ich finde, das ist cool, wenn man der Lehrperson zurückmeldet. Übrigens, das ist dann auch gut. Was da wieder zurückkommt, super. Ist erstaunlich. Das finde ich wichtig. Also, dann nehmen wir Beziehung auf, dann sagen wir, ich sehe dich. Oder? Und das ist für einen Menschen halt einfach immer wichtig. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu deinem Lieblingsthema, zu den neuen Medien, zu Handy und Co. Der Philipp Bramming hat mir an einer Veranstaltung letztes oder vorletztes Jahr auf die Frage, wie man denn so umgehen soll mit dem Thema, hat er gesagt, machen Sie sich einfach, geben Sie dem Kind, einfach gerade wenn es auf der Welt ist, das Handy in die Hand und dann haben Sie Ruhe. Oder? Gewisse Perplexität ist dann im Publikum gewesen. Das müssen wir schon ein bisschen ausdiskutieren, wie wir mit dem Thema umgehen. Also, du sagst, ob das Gestür mit dem blöden Handy. Was ist da los? Mit dem, was ist die Faszination Handy bei Jugendlichen? Was ist das? Kann man das irgendwie erklären? Es ist eine Story in die Welt raus. Es gibt so viele Facetten. Warum ich das gesagt habe, ist, weil es ist nicht das verdammte Gerät, das Problem ist. Es ist der Umgang, aber es ist vor allem der Inhalt. Und es gibt verschiedene Inhalte. Das eine Mal ist die ganze Social Media. Das kann ein schwieriges Thema sein. Und das zweite ist das Handy ist wie ein zusätzlicher Mensch am Tisch. Das ist in der Familie ist wie eine zusätzliche Person, die dann nachher absorbiert, die Aufmerksamkeit absorbiert, ohne dass man Zugang hat. Oder? Also Parallelwelt eigentlich, ja? Ja, und das macht der Zeug sehr schwierig in dem Bereich. Eben, es ist der klassische Konflikt, also wie viel lassen Eltern zu, dass das Kind sich in dieser Parallelwelt bewegt und wie viel quasi in der hiesigen Welt, oder? Das ist am Schluss, kann man das eigentlich nur mit Regeln irgendwie kontrollieren? Also würdest du sagen, es ist A und so, sind Regeln, die man aufstellt und die auch konsequent einfordert und umsetzt und einhalten tut? Oder gibt es noch andere Wege, Königsweg? Nein, das mit den Regeln, auch da, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, auch die Regeln, das ist eine Verhandlungssache. Nicht eine Aufweichungssache, aber eine Verhandlungssache, gerade bei den Pubertierenden, aber auch schon früher. Ab wann gibt es ein Handy? Oder ab welcher Klasse? Wie sieht das? Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was die anderen haben und wie das aussieht. Weil es ist halt auch ein Mittel für die soziale Vernetzung. Ja. Und Kinder sind immer interessiert, in ihrer Peergruppe vernetzt zu sein. Oder? Und dann ist das Handy eine Möglichkeit. Der zweite Teil ist einfach, den Kindern helfen, so viel Wissen aufzubauen, dass sie beurteilen können, was da läuft. Mhm. Oder? Und das heisst Bildung und nochmal Bildung. Oder? Also nicht verbieten, und nicht, sondern begleiten, also genau. Sich interessieren. Ja. Heransitzen, wissen, was macht das Kind, was hat es jetzt gerade geschaut, was will es schauen, warum will es das schauen. Ja. Weil du hast auch einen Satz gesagt, der mich auch recht nachhaltig beeindruckt hat. Du hast gesagt, also die radikale Empfehlung ist, am Kind das Handy wegzunehmen. Punkt. Oder? Also wenn man früher eine Batterie bei der Taschenlampe rausgenommen hat, wenn das Kind unter der Bettdecke noch gelesen hat, habe ich zum Beispiel noch gemacht, da habe ich mir ein bisschen die Augen verkeibt. Früher. Haben sie mir auch gesagt, aber es ist genetisch. Ist genetisch, ja, weiss man inzwischen, aber dort mal jetzt geheißen, weil du immer mit der Batterie, mit der Taschenlampe und dem Ding. Also, das Handy einfach wegnehmen, ist das tatsächlich der Königsweg? Wenn es nicht mehr geht, nimmt man dem Kind das Handy weg. Das wäre dann nicht verhandeln und diskutieren, sondern sagen, jetzt ist Schluss. Es hat hinter dem Satz jetzt eine Geschichte, nämlich es sind ja die Eltern, die wollen, dass das Kind das Handy nicht braucht. Oder? Und jetzt ist die Gefahr, dass die Eltern wollen, dass das Kind das von sich selber will. Was sehr pervers ist, oder? Oder das ist, gell, du bist einverstanden, dass ich dich strafe. Das ist die Perversität, oder damit man selber kein schlechtes Gefühl hat. Und in dem Moment, wo man etwas will vom Kind, setzt man es durch und fertig Diskussion. Und dann gibt es halt Ärger. Mhm. Vielleicht merkt man dann, dass man es so nicht durchsetzen kann. Mhm. Aber lange stürmen, ich habe ihm es gesagt, aber er macht nicht. Natürlich macht er das nicht, aber hör auf zu sagen. Nimm ihm es weg. Oder entweder schwiegst oder du machst. Aber geh rumklönen, dass der Sohn oder die Tochter die ganze Zeit um ihn, das ist, vergiss es. Also dort eine gewisse Art von
Fähigkeit herzustehen und auch fähig sein, dann nachher das durchzusetzen. Mhm. Ich will von dir, drum. Mhm. Oder? Nicht ich will, dass du meine Erziehungsarbeit machst, indem du dich selber kontrollierst. Das geht bei Pubertierenden sowieso nicht, oder? Aber mein Lieblingsthema Vorbild sein ist schon auch noch wichtig. Also der Vater, der am Tisch sitzt und die ganze Zeit das Handy zahlt und zum Kind sagt, pack mal das blöde Handy weg, ist nicht ideal. Nein, das ist wie mit Rauchen und Trinken und Fluchen. Das ist genau das Gleiche. Also Vorbild sein. Ja, und dort hat man auch die ganze Triebkontrolle auf der Erwachsenenebene. Oder die Impulskontrolle oder Impulskontrollstörung auf der Erwachsenenebene, wo die Kinder dann entweder lernen und mitkriegen oder dann auf die andere Seite nicht lernen. Mhm. Ja, jetzt sind Sie dran. Jetzt haben Sie ganz sicher eine Haufen Fragen an Philipp Ramming zu den Themen, die wir besprochen haben. Vielleicht jetzt gerade zuletzt zum Thema Handy, das haben wir jetzt nur kurz streifen, das ist ja auch abendfüllend. Ich kenne wirklich niemanden, der nicht mit dem ein Thema hat. Kind in einem Alter, wo jetzt Handy ein Thema wird, ist einfach anstrengend und muss man eigentlich die ganze Zeit immer wieder neu verhandeln und drauf schauen. Gibt es Fragen von Ihnen? Also das Fernsehen ist einfach ein Kindermädchen geworden. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was drin läuft. Wir sagen natürlich am besten, ist die Eltern schauen zusammen mit den Kindern, Fernsehen. Es ist, um es können beurteilen, muss man wissen, das, was passiert ist, die Bilder sind nicht kontrollierbar. Oder? Das heisst, die haben eine gewisse Kadenz. Die Kinder wissen nicht im Voraus, was kommt, sondern das wird ihnen einfach ins Hirn reingetatscht. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was es für Sendungen sind. Sind es Sendungen, die angepasst sind an die Kinder abholen. Ich denke, Es hilft auch am Einschlafen, wenn die Kinder nicht zu lang am Abend Fernsehen schauen, vor allem die kleinen Kinder. Aber ein bisschen schauen, ja, weil sie müssen auch geschult werden mit dem Medium. Das hat neurologisch jetzt einen Effekt, das ist wie wenn man neben einem Lautsprecher hockt und der ist zu laut, oder? Das verteilt man auch nicht lang. Also dort, eine gewisse Beschränkung macht sicher sehr Sinn, oder? Und da kommt es eben auf die Sendung drauf an, dass man dabei ist und so. Aber und wie gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Kindermädchen geworden. Mhm. Und das ist einfach so, oder? Es gibt in der Erziehung so eine Beratung, jetzt drei Sachen, die die Leute gelogen haben. Das ist über ihre Partnerschaft oder Schwierigkeiten, oder? Mhm. Über Sucht und über wie lange Kinder Fernsehen schauen. Mhm. Durchs Band durch. Oder? Und das ist eine wahnsinnige Ambivalenz. Und wie gesagt, ich denke, es ist mit Zurückhaltung, Fernsehen, wenn es irgendwie geht, einfach zusammen, das ist gut. Aber sonst ist es. Aber es gibt ja dann heute viel, dass das Tablet hat und dann hat es irgendwelche Games drauf. Das ist so eine sehr visuelle Fokussierung. Es ist immer auch eine Frage, wie viele andere Sachen macht das Kind, oder? Oder die Frage von der Diversität von der Handlung. Am Abend würde ich jetzt eher zurückhaltend sein, muss ich so sagen. Gibt es andere Fragen? Also es gibt natürlich die klassischen Krankheitsbilder, wenn es nicht mehr rausgeht, wenn es anfangen sozialphobisch werden, also Angst haben, aus dem Zimmer zu gehen, also das sind dann die ganz klassischen. Die Jugendlichen sind alle mediensüchtig, oder? TikTok, Instagram, die kleben dran. Und Unendlichkeiten, und das ist wie wir früher noch gelesen haben unter der Bettdecke, dann schauen sie das Zeug. Entschuldigung, nein, dann schauen sie das auch unter der Bettdecke. Dann ist die Frage, sie müssen genug geschlafen haben, sie müssen die Aufgaben gemacht haben, all diese Sachen. Wenn dort eine Einschränkung passiert, dann ist es nicht mehr gut. Wenn eine Einschränkung in der anderen Tätigkeit, wie Sport, wie Musik machen oder so, passiert, das ist wie jede Sucht, dann ist es nicht gut. Also es ist dort, sobald es
einseitig wird und andere Sachen ausblendet werden und eingeschränkt werden sind, dann haben wir einen Suchtcharakter. Und das kann auch, das ist mit Essen so, es gibt mit ganz vielen Sachen, das ist so. Und gerade was du jetzt auf der TikTok, Instagram, das ist natürlich so aufgebaut, dass immer noch etwas Neues kommt. Ja, das sind und das macht auf eine Art süchtig. Also, und nein, die das programmieren, haben ganz viel Erfahrung aus dem Suchtbereich. Ja. Das ist wie mit den Games. Die Games sind programmiert, dass sie süchtig machen. Die sind programmiert, oder? Das ist ganz klar. Das ist eigentlich das, was früher haben die kleinen Kinder den Nuki mit rumgehen oder den Opiumtabletten oder so. Und dann haben sie früher angefangen rauchen, stumpern und heute kriegen sie. Und ich glaube, man muss sich als Eltern von der idealistischen Forschung verabschieden, dass das Kind schön brav nach 30 Minuten das Gerät wieder zurückbringt, wenn es eine halbe Stunde TikTok schaut. Es ist wie nicht möglich, es ist wie nicht programmiert im Gehirn. Also dort muss man andere Maßnahmen finden, dass man kann sagen, jetzt ist Schluss. Und dann ist aber gut auch, wenn die Eltern von draußen kommen. Das ist ja die Triebkontrolle, die dann von draußen ist, wo eigentlich eine Hilfe ist, dass Kinder dann eine Unterstützung kriegen, weil einfach eine Stunde, ich weiß nicht, ob sie Instagram auch haben, aber dass man dort kleben bleibt, das passiert sehr schnell, TikTok, dass man kleben bleibt, sehr schnell. Oder? Und ich sollen Jugendliche und Kinder, die noch unsere Schulung noch nicht haben, mit so etwas fertig werden? Da braucht es die Erwachsenen, da braucht es Brüllen, Schreien, das Netz abstellen. Ja, da ist jemand noch auf dieser Seite, Dominik, genau. Gar nicht. Es kommt auf das Alter des Kindes drauf an. Ja, aber oder? Ab wann ist... Was? Und dann kommt es darauf an, in was für einer Gruppe, oder? In was für einer Gruppe. Es gibt, also man kann nicht einfach sagen, so... bei Rot du schwarz und bei Grün gehst du über die Straße. Das ist eine Frage, wo sind sie eingebettet? Es ist einfach so, dass es eine Parallelwelt ist, wo man keine Kontrolle mehr hat. Und dann ist die Frage, wie versucht man die Kontrolle zu behalten? Oder wird man Freund oder nicht Freund? Also, in der Pubertät ist vergessen sie das Freundsein. Oder? Das ist wie früher ist das auf Facebook so gewesen, oder? Nein, das geht nicht. Aber wichtig ist dass man Kontrolle hat und den Dialog hat dort, oder? In dem Moment, wo man einsam und verlassen auf seiner Erziehungsinsel die eigenen Grundsätze durchsetzt, werden die Kinder einsam und verlassen. Und das ist eigentlich der Maßstab. Dass man Familienregeln hat, völlig klar. Aber dass sie wissen, wie sieht es bei den anderen aus, das ist ihr Job. Andere Eltern fragen, wo stehen sie, wie sieht das aus, passt das nicht. Und dann ist es eine Frage von der Diskussion mit ihrem Kind. Wo stehst du, wie sieht das aus? Nein, unsere Regeln ist so. Es ist wichtig, das ist wie mit dem Sackgeld, mit dem Heiko, mit anderen Sachen, was einfach heisst, die anderen haben, die anderen sind. Und dann ist die Antwort, ja, aber bei uns sieht es so aus, bei uns sind die Regeln. Wichtig ist aber, dass sie nebendran schauen, und wie machen es die anderen? Weil wenn sie in der Einsamkeit, also Sputnik werden, ja, das... ich hätte jetzt gesagt, ab 4. Klasse. Ja, sehen Sie, genau, das habe ich wollen. Genau das habe ich wollen. Jetzt schauen Sie doch mal, wie ist das Mädchen oder ein Bub? Ja, dann auch noch sowieso. Oder die sind immer, die sind sozial vernetzt sowieso. Und dann ist die Frage, wo hat sie andere soziale Vernetzungen? Sieht sie die anderen? Oder sind sie in einem Quartier, wo gut ist? Oder sind sie in so einem Schulhaus mit 1000 Schülern, wo ganz wichtig ist, dass... Oder das, was passiert ist, ich bin im Dorf groß geworden. Dort haben wir die anderen am Brunnen getroffen. Jetzt treffen die sich im Handy, das ist ihr Dorf, oder? Also, das ist so ein der Maßstab. Die Bewertung ist ganz einfach, man ist einsam geworden. Jetzt muss jede Familie selber entscheiden, jede Familie muss auch früher nehmen, sie können auch. Die Kirche hat gesagt, der Pfarrer hat gesagt, der Lehrer hat gesagt und der Dorfarzt auch. Und dann haben wir jemanden gewusst, wo Bartli den Marsch holt. Jetzt muss er selber herausfinden, wo Bartli... Und die Einsamkeit macht, und das ist das Schwierige von den Eltern.
Weil es die Grossfamilien nicht mehr gibt. Die ja, weil es auch die gesellschaftlichen Werte, die ja auch sehr einengend waren, oder? Wenn wir uns schon im Klaren sind, die gibt es, da kann man sich nicht mehr anlehnen. Mhm. Jetzt gibt's, sondern jetzt braucht es oder jetzt muss man das immer individuell erfinden. Und dann genau so, oder, wie ich vorhin gesagt habe, die anderen dürfen die nicht. Oder? Das ist, und das macht, dass jede Familie ihre Regeln, ihre soziale Einbettung selber erfinden muss. Und das ist das, was ich gemeint habe. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Philipp. Vielen Dank und einen schönen Abend. Kommt gut heim. Und Ihnen auch einen guten Abend. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut durch diese besonderen Zeiten. Und bleiben Sie zuversichtlich.